Scheinwerfer an und Vorhang auf für den Besuch einer alten Dame. Es ist die wohl letzte Reise der Grubenlok. 100 Tonnen Stahl verteilt auf 3 Schwerlasttransporte rollen diesmal über die Autobahn und nicht wie 35 Jahre lang über Schienen. Ihr Ziel, die ehemalige Zentralwerkstatt Pfennerhall in Braunsbedra. Hier wird sie schon mit Herzklopfen erwartet. Ich bin natürlich total angespannt gewesen, wie das heute hier so klappt, jetzt als die Lok wirklich hier vor dem Gelände eingefahren ist. Ich kann es kaum erwarten, dass endlich die Lok auf den Gleisen steht. Jetzt warte ich noch auf den spannenden Moment, wenn die Teile zusammengesetzt werden, ob das alles so passt. Mit einem niegelnagelneuen XXL-Kran werden die Teile der E-Lok von dem LKW heruntergehoben. Sachte, sachte, denn sie müssen passgenau landen auf den Museumsschienen, die extra hier auf dem Gelände der Industrieausstellung neu verlegt wurden. Eine Lok gehört heim, kann man sagen. Denn es war hier der Standort zentrale E-Lok-Reparatur im Geiseltal und jetzt kommt halt eine Lok zurück. Über Jahrzehnte wurden hier in Braunsbedra Grubenloks repariert und gewartet. Damals, als der Geiseltalsee noch ein Braunkohletagebau war. Die neue alte Lok tat noch bis vor 1,5 Jahren ihren Dienst zwischen dem Tagebau Profen und dem Kraftwerk Deuben. Die Schornsteine von Deuben rauchen längst nicht mehr. Die Förderbänder stehen seit Ende 2021 still. Mit ihnen ging auch die Grubenlok in Rente, dachte man damals. Doch dann wurde ihr ein zweites Leben geschenkt. Die Lok wurde vorbereitet, also sie wurde komplett zerlegt. Sie wurde gesandstrahlt, neu lackiert und aufs Schönste wieder hergerichtet. Also fast wie neu. Nach dieser aufwendigen Schönheitskur ist ihr gar nicht mehr anzusehen, dass sie über 3 Millionen Kilometer auf dem Buckel hat. Das ist ein Traum, wenn ich die Lok mir so ansehe. Wir haben sie ja nun in Augenschein genommen in Proben, wie sie da aussah, wo sie aus der Produktion noch kam. Und wie eine Lok halt aussieht, wenn sie im Tagebau fährt. Und jetzt sieht sie aus wie aus dem Laden. Bis hierher hat das Projekt rund 100.000 Euro gekostet. Geld, das gut angelegt ist, findet der Bürgermeister. Gerade hier, unweit des Geiseltalsees. Ich arbeite öfter mal mit Jugendlichen und Schulklassen, die kennen nur diese Seenlandschaft und denken, ja, das ist ein See. Und die machen sich da keine Gedanken drum, dass da noch vor 20 Jahren eben kein Wasser war oder deutlich weniger. Und wo dieses Loch eigentlich hergekommen ist, was dann verfüllt wurde. Und hier in der Pfennerhall kann man sich das dann auch ordentlich angucken. Und dann endlich steht das Schmuckstück fertig da, wie frisch aus dem Werk. Hier hat die Lok ein gutes Zuhause gefunden. So soll es auch sein. Für die nächsten 100 Jahre, wenn es sein soll. Und der Bürgermeister denkt in seiner Begeisterung gleich schon weiter. Wir gucken dann mal, wie wir es vielleicht sogar begehbar irgendwann machen. Aber da brauchen wir noch ein bisschen konzeptionelle Ideen. Nur eines ist sicher. Bewegen wird sich die Grubenlok nicht mehr. Von heute an darf die stählerne Zeitzeugin ausruhen und sich bewundern lassen.